Das neue Album jetzt hat als Gemeinsamkeit zu Farbe und Dunkel, dass es sowohl wieder sowohl politische, gesellschaftliche, abstrakte Gedanken umfasst, als auch das persönliche, emotionale, das man so als Liedermacher dann verarbeiten möchte. Ab und auf und abwärts steuert mich, ich bin ein Geist. Ich befinde mich gerade vor dem Dogma Klangstudio in Osnabrück. Drin sind Christian Falk und Tobi Schneider, die nehmen gerade den Song, ich glaube, Balkon auf. Und das geht auf jeden Fall alles gut vorwärts. Doch mein Balkon zählt nicht dazu. Wenn ich will, stelle ich mir schicke Pflanzen rein. Mach mir einen Wintergarten draus. Komm, ich lade euch alle ein. Wir sind gerade dabei, das neue Album von Christian Falk jetzt zu produzieren, was im Frühjahr 2019 erscheinen wird. Aus dem Erdgeschoss kann mich sehen. Und alles sein Steinwurf nur entfernt. Mikrowellen. Für mich war das vor einigen Jahren als Liedermacher, der zu Hause in seiner Wohnung an der Gitarre Songs schreibt und sich auch sicher ist, dass das alles super ist, dass der Text super ist und die Harmonien dazu super sind. Für mich war das ein enormer Schritt, zu einem Produzenten zu gehen und mir erstmal die Songs quasi durchanalysieren zu lassen. Wir haben die Songs eigentlich im Prinzip von der Basis nochmal auseinandergenommen und nochmal im Kern versucht, an den wichtigsten Elementen der Musik nochmal zu arbeiten, Harmonie, Melodie, Rhythmus, um dann im Prinzip uns so ein bisschen auszutoben und die Freiheit zu nutzen, dass Christian Falk ein Solokünstler ist und uns das stilistisch zu bedienen, um irgendwie auch ein paar Experimente zuzulassen. Das gehört eigentlich bei Christian Falk eigentlich zu jeder Platte irgendwie auch dazu. Mit mir eine Reise hinters hier, wo alle. Unsere Arbeitsweise hat sich verändert seit dem letzten Album. Es ist immer noch so, Christian und ich arbeiten erstmal an dem rohen Song, den er mir bringt. Er kommt mit seiner Gitarre, wir spielen erstmal eine Gitarre ein und dann singt er seinen Text ein. Und dann habe ich früher schnell zum Cello gegriffen und dazu gespielt. Und dieses Mal war es wirklich so, dass wir am Computer simuliert haben, was können wir noch für Instrumente benutzen? Was gibt es an anderen Instrumenten, die zu der Musik passen und die den Ausdruck der Musik unterstützen? Und das heißt, wir haben viel Zeit an Produktionssoftware gesessen und E-Bässe eingespielt und noch weitere E-Gitarren und so weiter. Verschiedene Sounds ausprobiert. Fesseln nicht sind und wenn doch, dann sichtbar bleiben, wo Zwänge keinen treiben. Jedes totalitäre Regime, jede Diktatur in der Geschichte der Menschheit hatte eigentlich immer einen Feind. Ganz egal, ob es eine Diktatur von links war oder von rechts. Und dieser Feind hieß Kunst. Und mit diesem Thema wollte ich mich in die Freiheit der Kunst auseinandersetzen, weil ich im Grunde eine Hymne darauf schreibe, mit diesem Song, dass sich die Kunst gegen alle Gegner immer durchgesetzt hat und die Freiheit der Kunst so lange kämpft und so lange den Atem hält, bis das letzte Regime und die letzte Diktatur überlebt wurde. Dein Atem reicht, um das Ende zu sehen, die Freiheit der Kunst. Keine Diktatur, kein repressives System hat es geschafft, die Freiheit der Kunst bisher auszulöschen. Und das wird auch wahrscheinlich die nächsten tausenden Jahre noch so bleiben. Wer sind wir ohne deine Kraft? Bedürfnis wie Durst und Liebe.